Rückfahrt vom Hotel Excelsior. Vom St. Markusplatz. Eine wunderschöne Fahrt. Richtig, richtig cool. Wir waren jetzt schön im Hotel Excelsior. Haben dort schön gecoacht. Schön gegessen. Und jetzt coole Abendstimmung hier. Ich liebe das. Sonnenuntergang ist für mich was ganz Großartiges. Was absolut Faszinierendes. Sonnenuntergang, Wasser oder meine geliebten Berge. Und ich bin der glücklichste Mensch auf dieser Erde. Was macht dich glücklich? Was erfüllt dich? Was gibt dir ganz viel Kraft, wo du sagst, wow, that's my life. Da drüben haben wir San Clemente. Da werden wir morgen vorbeigehen. Und da haben wir das Marriott Hotel. Ich lebe, wenn ich in Venedig bin, in den unterschiedlichen Hotels. Einmal Hilton Hotel, dann Excelsior, wo wir jetzt waren, und auch San Clemente. Immer ganz unterschiedlich, je nachdem, welche Kapazitäten vorhanden sind. Mach mal bitte eine Liste, was dich glücklich macht. Schreib mal bitte alles auf. Was erfüllt dich? Was gibt dir ganz viel Kraft? Wo fühlst du dich wohl? Wo kommst du richtig stark in die Energie rein? Wir alle brauchen einen sogenannten Ankerpunkt. Wir alle brauchen einen Punkt, wo wir ganz viel Energie tanken können. Energie für den Alltag. Energie für all das, was auf uns wartet. Nicht ausgebrannt zu werden. Ausgebrannt zu sein, ist es so wichtig, dass du dir diese Energiepunkte holst. Und wo holst du sie dir? Da, wo Kraftorte sind. Venedig ist für mich ein ganz großer, magischer Kraftort. Hier herrscht eine ganz besondere Energie. Und wenn ich auch daran denke, wie die damals hier gebaut haben, jahrhundertelang hält das schon. Ich finde das sowas von phänomenal, sowas von genial. Wenn ich mir das überlege, was teilweise heute gebaut wird, wie lange das hält und das, was vor ein paar hundert Jahren gebaut wurde, dass das immer noch vorhanden ist. Und so einen unglaublichen Flair hat diese ganzen Paläste. Das ist Magie pur. Ich liebe magische Momente. Ich liebe magische Gegenden, magische Häuser. Ich liebe die Magie des Lebens. Ich liebe die Magie des Sonnenuntergangs. Was liebst du? Schreib das bitte mal auf. Und dann kommen wir zu dem Punkt. Das, was du liebst, hol es bitte immer wieder in dein Leben. Immer und immer und immer wieder. Je mehr du das in dein Leben reinholst, desto besser geht es dir. Es liegt an dir. Du entscheidest, wie oft du magische Momente erlebst. Ich habe eine Devise in meinem Leben. Ich schaue, dass jeder Tag ein magischer Tag ist. Wenn ich abends ins Bett gehe, schaue ich, dass es wirklich ein magischer Abend noch war. Und dann gehe ich ganz glücklich ins Bett. Und wenn ich glücklich ins Bett gehe, wache ich am anderen Tag glücklich auf. Wache gestärkt auf. Ich wache voller Energie auf. Und kann den neuen Tag mit der nötigen Energie bewältigen. Weil jeder Tag hat ja ganz bestimmte Herausforderungen. Jeder Tag hat eine ganz bestimmte Challenge. Und je fitter du bist, je besser du da vorgehst, desto mehr kannst du umsetzen. Hier einmal mehr wieder eine große Veranstaltung. Mit Polizei, hier ist immer wieder ganz viel Polizei, auch mit Maschinenpistolen, die das Ganze bewacht. Ich finde das faszinierend in Italien, was da immer wieder passiert. Und jetzt geht's, da haben wir auch Wasserpolizei, Carabinieri, und jetzt geht's highspeedmäßig zurück zum St. Markusplatz. Dann schauen wir uns den an und jetzt gehe ich wieder rein. Hier Stufe runter und weiter geht's mit dem VIP Coaching. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend. Alles Liebe. Ihr letzter Blick. Sonnenuntergang. Die liebe Yolanda ist am Aufschreiben ihrer Top-Erkenntnisse. Und bis morgen wieder. Ciao, bye.